Herzlich willkommen, liebe Moosburgerinnen und Moosburger, sowie Gäste aus nah und fern. Alle, die gekommen sind, werden auf das Herzlichste begrüßt. Heute öffnet sich wieder unser Märchenschloss. Vor allem aber ein herzliches Willkommen, liebe Kinder. Schön, euch alle heute begrüßen zu dürfen. Es ist kalter Abend. Recht ist es so. Ganz passend und richtig zur vierten Jahreszeit, dem Winter. Ihn wollen wir euch mit seinen Gefährten und seiner absoluten Herrscherin vorstellen. Die Tage werden kürzer. Es wird schon dunkel draußen. Noch ist der Himmel ganz klar. Doch ganz unvermittelt ziehen Wolken am Himmel auf. Der Wind pfeift draußen um die Häuser. Es wird ungemütlich. Ein böser und gewaltiger Schneesturm, der wie aus dem Nichts auftaucht, ist plötzlich da. Mit seiner ganzen Gewalt tritt er auf. Und allmählich erkennen wir, wer hinter diesem Schneesturm ist. Die Schneehex! Genauso schnell ist sie gerade entschwunden. Weg ist sie. Und jetzt merkt ihr, allmählich wird schon wieder ruhiger. Die Natur beruhigt sich wieder. Das Brausen des Windes hat ein Ende. Und ganz sanft kommt sie. Die allerliebste Schneefee. Unsere Schneefee. Und eilig ruft sie noch wen herbei, der nämlich auch zu ihr gehört. Die einzigartige, strahlende Schneeflockenkönigin.
Schneeflocken sind einzigartige Kristalle. So weiß auch die Schneeflockenkönigin, eine jede Flocke von ihr ist einmalig. Genauso einmalig schön, wie sie dasteht. Allmählich lässt sie die Schneeflocken sanft tanzen und überzuckert mit ihnen ganz zart die Häuserdächer, aber auch die Baumspitzen mit Schnee. Und ein jeder ist ganz angetan von der schönen Winterlandschaft, die uns die Schneekönigin zaubert. Auch der Himmel zeigt wieder seine beruhigende und ausgleichende Ausstrahlung. Wir können den Fortgang der schweren und dunklen Wolken beobachten. Die so anmutig tanzende und angeregte Schneefee hat sie weggetrieben und den Himmel wieder klar gemacht. Ja, und wenn der Himmel wieder klar ist, seht ihr, wer allmählich kommt? Der Mond, dort steht der Mond. Der Mond ist aufgegangen. Am Himmel, ganz hell und klar. Wie schön und besonders auffällig hell ist er. Schaut mal in sein Gesicht. Er ist ganz groß, rund und voll. Von allen Himmelskörpern leuchtet er am hellsten. Erdtrabant wird er auch genannt. Der einzige, der sich tatsächlich auch um unsere Erde dreht. Verschlungene Wege beschreibt er dabei. Doch ganz zuverlässig steht er immer wieder über den Wäldern und Dächern unserer Stadt. So ganz nebenbei erhält er nicht nur den Nachthimmel, sondern bringt auch Licht in unsere Stadt und die Straßen. Hoch oben, bei ihm, da hat auch sie ihr Reich. Ihr Königreich, sie herrscht über das ganze Firmament. Die feengleiche und bezaubernde Sternenkönigin. Wie Sand am Meer, so viele Sterne stehen am Himmel. Große und kleine, helle und nicht ganz so helle. Sie alle präsentiert uns die liebenswerte Sternenkönigin. Eine ganz besondere Fähigkeit hat sie auch. In einer klaren und ruhigen Nacht stellt sie uns ihre ganz besondere Welt dar. Funkelnd, strahlend, leuchtend schön. Ja, und ihr Königreich, manchmal, ab und zu, schickt sie von dort uns auch eine Sternschnuppe auf die Erde. Ein jeder weiß, wenn man eine Sternschnuppe entdeckt, ja dann darf man sich was wünschen, einen Wunsch gen Himmel schicken. Vielleicht geht der Wunsch sogar in Erfüllung. Schön schauen sie aus an unserem Himmel. Ja, und jetzt warte schon. Wer kommt denn da? Oh mein Gott, schaut doch mal. Er guckt nur in den Himmel mit einem Teleskop, einem ganz langen Fernrohr. Es ist der Sternengucker. Wie glücklich ist er doch, schon fast selig, keine dunklen grauen Wolken trüben den Blick in den Himmel zu seinen geliebten Sternen. Und wen wird er als erstes suchen? Der Sirius natürlich, unseren hellsten Stern am Firmament. Aber auch andere Sternenbilder kann er am Nachthimmel sehen und entdecken. Als erstes und allen voran am Nachthimmel Orion. Dann den großen Wagen und. Doch der Sternengucker kann noch viel mehr. Wenn er so zu den Sternen hochschaut, dann kann er manchmal sie auch deuten, also in die Zukunft sehen. Doch das ist ein Vorkommen, das dem Sternengucker nicht immer gelingen mag. Sollten wir Menschenkinder es nicht auch mal nachmachen? Egal, ob wir jetzt so ein Fernrohr haben oder nicht, auch mit bloßem Auge können wir die Sterne am Himmelszelt sehen. Wenn wir so an den Winter denken, so denken wir an Kälte und auch an Frost. Der Frost führt zur Winterruhe der Natur.
Es ist der Eisfürst mit seinen bedeutenden Aufgaben. Er verschafft der ganzen Natur, den Bäumen, den Blumen, den Gewässern und auch so manchen Tieren Ruhe und auch etwas Erholung. Der kalte Atem des Eisfürst, den ihr ausatmet und uns zum Frösten bringt, macht es, dass sich die Natur zurückzieht und sich etwas ausruhen kann. Der Eisfürst hat jedoch auch für ganz besondere Menschen etwas im Gepäck. Schaut mal, was mit seinem Stab jetzt passiert. Fängt zu leuchten an. Eisblumen. Damit sie wachsen, brauchen sie Temperaturen um 0 Grad, also im Frostbereich. Eine richtig kalte Fensterscheibe, Wasserdampf und eine kleine Statue. Aber wie gesagt, sie sind nur selten zu sehen und auch nur für ganz besonders aufmerksame Menschen. Eis und Schnee. Weitere Legenden, auch sie gehören zum Winter und sie können uns Menschen ganz schön beherrschen. Wenn wir jetzt ganz leise sind, vielleicht hören wir was. Ein Klingel? Ja, ich höre. Psst. Hört ihr's? Das Klingeln der kleinen Glöckchen kommt bestimmt von einem majestätischen Schlitten. Einen Schimmel zieht der Schlitten. Ja, sie ist es. Die Majestät, die absolute, einzige und alleinige Herrscherin, die Eiskönigin. Herzlich willkommen, Eure Hoheit, Herrscherin und Regentin über Eis und Schnee, Kälte und Frost. Stets auf einen Schlitten gezogen von einem wunderschönen Schimmel, kommt sie majestätisch und würdevoll, anmutig und so atemberaubend schön. Mit ihrer kalten Schönheit beherrscht sie alles und umgarnt einen jeden. Doch sie ist kalt, kalt wie Eis und Schnee. Ihre Haut ist weiß vor Kälte und ihr Herz kann keine Liebe schenken. Denn es ist ein Klumpen aus Eis. Ein Kuss von ihr schenkt keine Liebe. Er ist eiskalt, gefühllos. Was wird denn aus dem netten Jungen in ihrem Schlitten? Wird er wie sie? Nein, keinesfalls. Seine Freundin empfindet wahre Liebe und Freundschaft für ihn. Und somit kann der Junge, sein Name ist im Übrigen Kai, gerettet werden durch die Liebe und Zuneigung seiner Freundin. Denn nur die Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, sich sogar noch vergrößert, wenn man sie teilt. Wir wünschen nun eine schöne und von Liebe erfüllte Adventszeit. Vielen herzlichen Dank an die traumhaften, wunderschönen, märchenhaften Figuren. Ja, und ich darf das Mikrofon nun weitergeben an den Herrn Hübner.